Yo, Gift und Galle, der Podcast ist tot. Wir sind jetzt Gift und Galle, der Metal Talk. Ja Mann, wir quatschen über Metal, Mosch und Geballer. Willkommen zurück. Heute haben wir mal wieder eine kleine Reaction am Start. Von der Band Das Letzte Lager. Death Metal aus Hamburg mit deutschen Texten. Gegründet 2019. Die Jungs werden beschrieben, also theoretisch sind es zwei Leute, aber wenn ich es richtig jetzt gesehen habe, haben sie sich einen dritten Mann dazugeholt, einen Bassisten, wahrscheinlich einfach damit Live-Auftritte und so besser klingen und besser funktionieren. Soll kein technischer Death Metal sein, straight, eingängig, hart, lyrisch, ja, wie gesagt, in deutscher Sprache, hörbarer 90er-Flair. Und nach zwei Jahren ist jetzt tatsächlich das erste Debütalbum entstanden mit dem Namen Würgeengel, enthält 9 Songs. Und aus diesem Album schauen wir uns jetzt einfach mal das Video an, Krankheit Mensch. Ich bin sehr gespannt. Übrigens kann man direkt schon mal zu Beginn sagen, ein sehr geiles Logo. Gefällt mir sehr gut, auch mit dem Sensenmann. Und beziehungsweise mit den zwei Sensen. Und schauen wir mal weiter. Geiler Einstieg ins Video. Da ist, wie gesagt, jetzt auch der Bassist, wie man sieht, schwarz-weiß gehalten. Geiler Einstieg, Double Bass, schweres Riff, also die Atmosphäre, die drückt schon mal auf jeden Fall. Was mir gefällt, ist, das Riff bleibt sofort im Ohr, ohne dass es irgendwie kitschig wirkt. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie eine übermelodiöse Gitarrenspiel irgendwie, damit es zwanghaft im Ohr bleibt, sondern es ist relativ, ich glaube, würde sagen, ich bin kein Gitarrist, aber ein einfaches Riff, aber hat man sofort im Ohr. Geil. Oh Junge, ja, ist aber jemand richtig schlecht gelaunt. Aber gut, der Song heißt ja auch Krankheit Mensch. Auch wenn die Jungs sich erst 2019 gegründet haben, bin ich mir sicher, dass die alle schon in der einen oder anderen Kapelle aktiv waren. Wollen wir mal hoffen, vielleicht kann man ja auch bald mit den Jungs mal quatschen, irgendwie eine kleine Vorstellung machen und dann werden wir die schon nerven mit den ganzen Fragen. Was von
Ich finde auch die Atmosphäre vom ganzen Video passt sehr gut zu dem Song. Man hat nicht übertrieben viele Kameraschwenks. Wenn ich jetzt mitgezählt habe, haben wir, glaube ich, 4 Kameraeinstellungen. Einmal die Kamera am Bass, dann jetzt hier die Frontaufnahme, dann einmal hinter dem Schlagzeuger und dann, glaube ich, einmal nochmal von vorne. Finde ich, reicht völlig aus. Ja, ich finde das sowieso immer nervig, wenn du so Videos hast, wo du 30 Kameraschwenks hast und dich gar nicht richtig konzentrieren kannst irgendwie auf das Video. Habe ich voller Solo unterbrochen. Aber ich muss auch sagen, ich bin sowieso ein Fan von der deutschen Sprache, was Metal angeht. Ja, also es gibt sehr nichts, oder sagen wir so, es gibt nicht so viele Bands, die das machen, außer jetzt so das typische so wie Rammstein oder so. Aber ich finde zum Beispiel Macbeth würden mir da noch einfallen, von denen ich auch ein sehr großer Fan bin. Die Debauchery haben so einen Ableger. Ballgerott heißen die, glaube ich. Auch Death Metal mit deutschen Texten. Und ich finde, gerade auch im Death Metal oder im Thrash Metal Bereich passt das sehr gut, weil man die deutsche Sprache, weil die Betonung ja sehr hart ist. Deswegen passt das sehr gut. Hier haben wir es auch, wir hören das mal weiter, aber ich, ja. Ja, hier ist es halt auch wieder diese ultraschwere Atmosphäre, sehr, sehr tiefe Gitarren, fast schon doomig stellenweise. Ja, Death Metal in Reinform, würde ich sagen. Ne? Also das, was am Anfang, was ich gesagt habe, dieses straighter Death Metal, eingängig, hart, ist, glaube ich, auch schon eine sehr, sehr perfekte Beschreibung. Jo, das war Krankheit Mensch. Ja, jetzt schauen wir uns noch ein bisschen die Credits an. Da haben wir noch den Bandkontakt, dann das Label. Dann The Macabre Records, habe ich auch noch nie gehört. Gefällt mir richtig, richtig gut. Es muss nicht immer, ich meine, ich mag, es ist ja dieser 90er-Flair ist, glaube ich, auch wieder dieses Double-Bass, dass es nicht zu übertrieben ist. Ja, man muss nicht immer so einen Hyper-Blast haben, um die geilste, brutalste, schnellste Death-Metal-Band zu sein. Reiner, straighter Death-Metal mit deutschen Texten, richtig geil. Ja, der Song gefällt mir gut, das Video ist geil. Ich denke, da werde ich mir auf jeden Fall mal das ganze Album anhören müssen und dann eine Review zu machen. Aber wenn das alles so in die Richtung geht, ich glaube, dann werden wir da
werden da viele Leute Spaß mit dem Album haben. Und ja, das war es auch schon wieder. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ja, reingehauen. Yo, Gift und Galle, der Podcast ist tot. Wir sind jetzt Gift und Galle, der Metal Talk. Ja, Mann, wir quatschen über Metal, Mosch und Geballer.